Herr Carsten, deine Lieblingsmannschaft spielt künftig in der vierten Liga, meine Lieblingsmannschaft spielt in der Bundesliga. Die dritte Liga, eine Liga mit vielen Überraschungen und das weiß auch Marcel. Hallo Marcel. Hallo Carsten, ich weiß genau, worauf du ansprichst. Ja, worauf denn? 4 von 10. Ja, so ist es. Manchmal hat man halt Schwierigkeiten. Einige überraschende Ergebnisse auch wieder, soll aber auch gar keine Ausrede sein. Ihr wisst, alles ist subjektive Meinungen meinerseits. Das heißt, da kann natürlich auch alles falsch sein. Ich versuche euch nur einfach meine Gedankengänge näher zu bringen. Ich schmücke das gerne mit ein paar Statistiken aus und im Endeffekt müsst ihr dann selbst entscheiden, was ihr davon übernehmt oder was ihr davon einfach in eure Tipps einfließen lasst. Fakt ist, ein bisschen besser als 4 von 10 würde ich dann schon ganz gerne abschneiden. Stefan Kutschke hat in seinem WhatsApp-Status stehen, keine Karten mehr. Ich kann euch keine Karten besorgen für das Spiel gegen Aue. Das ist das absolute Spitzenspiel in der dritten Liga. 1-2, Dresden gegen Aue, ein Derby, so könnte man es nennen, in Sachsen. Und da geht schon einiges ab. Bei dir auch, Marcel? Ja, ich freue mich sehr auf dieses Spiel, weil, wie du gesagt hast, es ist das absolute Topspiel an diesem Spieltag in der dritten Liga. Wir haben Dresden mit 15 Punkten auf Position 1, Aue mit 14 Punkten auf Position 2. Dahinter sind dann schon 3 Punkte Abstand auf Position 3. Das heißt, ich glaube, dass der Sieger dieser Partie schon mal wirklich einen kleinen Schritt in Richtung Absetzen vom Verfolgerfeld gehen kann. Dresden 4 Siege in Folge zuletzt, allgemeine 5 Siegen aus 6 Partien, sehr gut gestartet, haben erst 3 Gegentreffer kassiert, verfügen also auch über eine sehr gute Defensive und haben zuletzt vor allen Dingen auch 3-mal hintereinander zu 0 gespielt. Ja. Hinzu kommt, dass in insgesamt 8 Drittliga-Duellen zwischen Dresden und Aue nur ein einziges Mal mehr als 3 Tore gefallen sind. Das heißt, diese beiden Ansätze kombiniere ich dann ein Stück weit auch miteinander und sage zumindest, dass wenige Tore fallen werden. Ja, ich glaube, dass Aue gerade defensiv gegen Dresden oder Dresden vor Probleme stellen kann und deswegen 1,62 für unter 1,5 in der ersten Halbzeit, also maximal 1 Treffer nach 45 Minuten und maximal 4 Toren nach 90 Minuten. Die Spatzen soll heißen Ulm. Die fliegen hoch, 3. Platz als Aufsteiger und jetzt empfangen sie RWE, Rot-Weiß Essen. Und Carsten, wer hat in der Drittligasaisonprognose mit Sascha Mölders gesagt, dass Ulm gar keine Rolle im Abstiegskampf spielen wird? Wer hat es gesagt? Uschi Obermeier? Ja, genau, Uschi Obermeier. Keith Richards? Genauso, wer war's? Der war es genauso wenig wie Sascha Mölders. Der hat nämlich auch gesagt, dass Ulm vermutlich mit Abstieg spielen wird. Klar, kann auch passieren, möchte ich auch gar nicht ausschließen. Aber für mich ist Ulm eine Mannschaft, die aus der starken Regionalliga Südwest kommt, die einfach eine sehr gute Disziplin hat, sehr strukturiert Fußball spielt, zuletzt auch wirklich gute Ergebnisse eingefahren hat und vor allen Dingen eine Mannschaft, bei der wenige Tore fallen. Ja, das ist dann immer auch schwer, sie zu schlagen, logischerweise. Ulm 4 von 6 Spiele unter 2,5 gespielt, Rot-Weiß Essen 5 von 6 Spiele sogar unter 2,5 gespielt und Essen letzte Woche 0-0 gegen Regensburg und auch diesmal gehe ich wieder davon aus, dass in diesem Spiel 2 gut gestarteter Mannschaften wenige Tore fallen und deswegen auch hier 1,90 für unter 2,5. Regensburg empfängt Sandhausen. Ja, Regensburg ist weiterhin ungeschlagen unterwegs, haben allerdings von den 6 bisherigen Partien auch nur 2 gewonnen. Die anderen 4 Spiele endeten unentschieden, auch letzte Woche wieder unentschieden gespielt Regensburg. Und Sandhausen enttäuscht bislang, Position 13, wo beide Mannschaften enttäuschen, ist in der Offensive. Denn sie haben beide erst 6 Tore erzielt an 6 Spieltagen. Das ist sicherlich zu wenig für die Ambitionen, die ja beide Mannschaften hegen. Und ich bleibe einfach bei meinem typischen Jahren-Regensburg-Tipp und sage 2,05 für 1x und unter 3,5. Unterhaching gegen Bielefeld. Bei Unterhaching sind Verletzungsprobleme jetzt aufgetreten. Und Bielefeld, ja, der Absteiger aus der zweiten Liga, ist aktuell auf einem Abstiegsplatz Richtung Regionalliga unterwegs. Ja, der Absturz geht weiter bei Arminia Bielefeld. So könnte man das ausdrücken. Wenn gleich natürlich noch wenige Spieltage absolviert sind, die Mannschaft ist komplett neu zusammengewürfelt worden. Der Trainer ist neu. Das heißt, es braucht wahrscheinlich einfach ein bisschen Zeit bei den Ostwestfalen, bis die dann auch im Klassement nach oben klettern werden. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube auch jetzt, dass sie in Unterhaching schon punkten werden, weil, du hast es angesprochen, Unterhaching mit Personalproblemen. Und sie haben einfach noch eine extrem junge Mannschaft. Jetzt am vergangenen Wochenende hat mit Nils Ortel ein weiterer 19-Jähriger debütiert bei Unterhaching. Also wirklich eine Mannschaft, die viele Talente auf
aufweist. Das wird allerdings auch mit gewissen Schwankungen in den Leistungen einhergehen. Und deswegen glaube ich diesmal, dass Bielefeld mindestens einen Punkt mitnimmt. Und das Ganze kombiniere ich noch mit dem unter 4,5. Risikoaffine Tipper können sogar noch das unter 3,5 mit dazu nehmen. Ich sage unter 4,5 und x2 und dafür gibt es dann eine 1,82. Preußen Münster empfängt den VfB Lübeck. Aufsteigerduell, es geht um viel. Beide Mannschaften brauchen dringend Punkte im Rennen um den Klassenerhalt und deswegen gehe ich davon aus, dass es ein relativ zähes Spiel geben wird mit wenigen Toren unter 3,5 zu einer Quote von 1,52. Beim MSV Duisburg, bei meinen Zebras, ist Ziegner der Coach Geschichte. Es gibt jetzt den ehemaligen U19-Coach, der übernimmt und der hat gleich eine schwere Aufgabe. Der MSV reist zu Viktoria Köln. Genau, Carsten. Engin Vural, so heißt der neue Coach des MSV Duisburg, gemeinsam übrigens mit Branimir Bajic, dem ehemaligen Profi des MSV Duisburg, soll er den Karren aus dem Dreck ziehen. Einer von der rustikalen Sorte, also da flogen die Grätschen relativ tief bei Bajic. Ja. Ähnlich wie bei dir, ja, aber es scheint so in Duisburg, in Duisburger Slang zu liegen. Lass uns wieder zum Thema kommen, Carsten. Duisburg, Tabellenletzter, so leid mir es tut, letzte Woche ein 2-0 verspielt gegen Ferl, 2-3 verloren und jetzt bei Viktoria Köln, die nur eines der letzten 11 Pflichtspiele vor heimischer Kulisse verloren haben, glaube ich, dass die Trauben erneut ein bisschen zu hoch hängen und deswegen gehe ich auf den Heimsieg. So, jetzt kommen aber 15 Euro ins Phrasenschwein. Gerne, ja. Für dich auch 20, aber 1,85 Sieg Viktoria Köln und Carsten, der MSV Duisburg bekommt dann nächstes Jahr super Gegner, wie beispielsweise den ersten FC Düren oder Paderborn 2 oder Schalke 2. Oder so, stopp ihn, rausnehmen aus der Sendung, der Mann kann nichts. Ja, fertig. Wir machen weiter mit Ferl gegen Dortmund 2. Kann ich mir doch nicht anhören, so ein Quatsch. Ja, Carsten, deine Lieblingsmannschaft spielt künftig in der 4. Liga, meine Lieblingsmannschaft spielt in der Bundesliga und selbst die 2. Mannschaft meiner Lieblingsmannschaft spielt in der 3. Liga. Ja, lasse ich einfach mal so stehen. Bin übrigens gespannt, was ihr dazu sagt. MSV Duisburg nächstes Jahr in Liga 4 unterwegs, ja oder nein? Haut's gerne mal in die Kommentare. Ich lese mir das alles sehr genau durch. Ja, genau. Und deswegen haut mal richtig raus. Ferl gegen Dortmund 2, um zu dieser Partie zu kommen. Ich sage, Dortmund 2, die auf Position 9 stehen, wird mindestens einen Punkt holen, ja, in Ferl. Und deswegen gibt es eine sehr interessante Quote von 1,88 für die doppelte Chance x2. Saarbrücken empfängt Mannheim. Ja, an der Stelle, Carsten, erstmal gute Besserung an Patrick Schmidt, dem Stürmer des 1. FC Saarbrücken. Das war wirklich eine ganz üble Szene, die sich da zugetragen hat am letzten Wochenende. Schien- und Wadenbeinbruch. Eine ganz unnatürliche Haltung des Fußes oder beziehungsweise des Beines, des Unterschenkels. Hat mir schon beim Zusehen wehgetan, Carsten, bin ich ganz ehrlich. Deswegen wirklich gute Besserung. Ich hoffe, dass da wieder alles Schuss kommt bei ihm, dass er auch dann wieder zurückkommen kann auf den Fußballplatz. Und bei Saarbrücken Mannheim, ja, schwierig einzuschätzen. Mannheim eine Mannschaft, die für mich nicht wirklich zu greifen ist. Saarbrücken ebenfalls ein bisschen Wundertüte. Mannheim hat sich letzte Woche geschwächt mit einer roten Karte oder mit zwei roten Karten sogar gegen Ulm, haben dadurch verloren zu Hause gegen die Spatzen. Und diesmal sage ich bei Saarbrücken gegen Mannheim, weil ich mich eben nicht hundertprozentig festlegen kann und will, dass es entweder nach 45 oder nach 90 Minuten unentschieden steht. Und dafür gibt es eine Quote von 1,83. 1860, die Löwen mal wieder in der Krise. Das Szenario kennt man. Zum Glück sind ja aktuell die Wiesen in München. Soll heißen, das Oktoberfest. Da hat sich das Team mal ausgesprochen. Ohne Trainer, ohne Jakobacci, aber mit einigen Mass, denke ich mal. Ob das hilft beim Spiel in Halle? Schwierig. Vielleicht wird das sogar eine Dauerlösung, dass man ohne den Trainer diskutiert, also ohne Jakobacci, weil ich konnte mir vorstellen, dass der Trainer ja ins Kreuzfeuer der Kritik noch weiter geraten wird, wenn es jetzt nicht bald besser läuft. 1860 München hat 4 Niederlagen in Folge kassiert und Halle ist eine Mannschaft, da ist Spektakel geboten. In insgesamt 6 Spielen von Halle fielen bislang schon 23 Tore, also fast 4 Treffer im Schnitt. In 5 der besagten 6 Spiele mit hallischer Beteiligung haben beide Mannschaften mindestens einmal getroffen. Und das ist auch mein Tipp für diese Partie. Ich sage zu einer geringen Quote von 1,52, dass beide Mannschaften zum Torerfolg kommen. Freiburg 2 gegen Ingolstadt, unser letztes Spiel. Genau, ausgeglichene Quoten. Ich sage aber, dass Ingolstadt diese Partie nicht hoch verlieren wird. Ganz im Gegenteil, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Ingolstadt einen Punkt mitnimmt. Trotzdem gehe ich auf eine sichere Variante. Ich sage nämlich Ingolstadt plus 2. Also Ingolstadt verliert mit maximal einem Torunterschied und es fallen mindestens 2 Tore. Und trotzdem finden wir, denke ich, eine sehr akzeptable Quote von 1,57, die natürlich deshalb ja relativ hoch ausfällt, weil Ingolstadt bislang alle 3 Auswärtsspiele in der laufenden Saison verloren hat. So, das waren die Spiele in der 3. Liga. Hier ist die Übersicht und vielen Dank, Marcel. Es war wieder kurzweilig und ihr wisst,
internationale Spiele und auch die österreichische Admiral-Bundesliga haben wir für euch auch noch auf unserem Kanal.